So Leute, herzlich willkommen bei Resident Evil 4 Remake. Und wir sind hier im Burghof, würde ich jetzt mal so tippen. Hier ist doch bestimmt irgendwo irgendwas versteckt. Das macht so den Eindruck. Ja, vielleicht auch nicht. Naja, gut. So, einmal hier hoch bitte, Ashley. Ja. Ja. Ja, Leon Goretzko. So. Mach mal uff. Dass wir hier rein können. Speicherpunkt wäre jetzt mal ganz gut. Sorry, dass ich hier husten muss. Die haben mich angesteckt. Ich schwör's euch. Sie ist schuld. Du bist schuld, Ashley. Du bist am schuldigsten. Du bist schuldig. Aha. Ja, sehr schön hier auf jeden Fall. Ich glaube, wir sind richtig. Mhm. Da war ein Händler, ich habe ihn gesehen. Glaub schon. Hast du auch hier nochmal die Info? Das wird wahrscheinlich mein letztes Let's Play sein, erstmal. Ich werde versuchen, mehr. Törichtes Schaf. Zügle dich, Kind. Ashley. Oh, okay. Hat die unser Messer jetzt geklaut? Warte! Gib uns doch wenigstens das Messer wieder. Das brauche ich. Shit. Okay. Töten wir sie halt als nächstes. Ja. So, ja. Fortschritt speichern. Okay. Weiter. Okay, nächstes Kapitel also. Okay. Basis kommen, es gibt ein Problem. Wir haben Zuflucht in einer Burg gesucht, aber ich wurde soeben von Baby Eagle getrennt. Bitte. Nicht. Basis, ich verliere. Okay, wir haben unser Messer noch, alles klar. Ja, der Empfang ist ja auch nicht gut. Ich meine, die ganzen hohen Wände hier und das ist doch... Es geht doch nicht. Es geht nicht. Okay, sind wir von hier gekommen? Ja, von hier sind wir gekommen. Alles klar. Dann suchen wir doch mal den Händler auf. Kapitel 8. Ashley finden. Also ihr kommt mir gerade wie gerufen, Leute. Ihr kommt mir gerade wie gerufen. Bin ich ja ganz ehrlich, ich mag ja Fisch auch, ne? In Fischstäbchen ist mir eigentlich alles scheißegal. Backfisch, lecker, Schmecker. Natürlich kann man auch Fisch fangen, um ihn zu verkaufen. Hm, okay, das war mega bad. Forellenbarsch. Du wirst mir sehr viel Geld bringen, mein Kleiner. Forellenbarsch L. Okay. So. Aber der hielt halt auch, ne? Aber wir haben noch so viel Healing dabei. Müssen wir mal sehen, was wir machen. Ja. Na. Nicht so. Nein. Wenn dann alle. Ich will ja auch keinen. Oh, shit. Will ja auch keinen hier lassen. Wir nehmen mal den großen Forellenbarsch und verticken ihn hier. Dann kommen wir wieder und holen den kleinen. Okay. Auf jeden Fall. Danke. Das hört sich schon mal gut an. Ich brauche auch was Neues. 1400? Oh ja, komm jederzeit wieder. Ist die Frage, nehmen wir die Fischis mit, dass sie uns also zum Healen oder... Ah, ich bin mir ein bisschen unsicher. Ist natürlich auch keiner von euch da, der mir da helfen kann. Weil es ist einfach keiner da, der guckt. Vielleicht Holger. Holger, aber ja, das wird auch zu spät sein. Naja, wir gucken mal. Erstmal besuchen wir hier Händler Hank oder was weiß ich, wie wir ihn nennen. Okay. Du hast den Geruch des Kampfes an. Also, was haben wir an Schätzen? Nur das Auge, was wir verkaufen können, wenn wir Bock hätten.
So, die Tasche voller Fische. Die Tasche voller Fische. Die nehmen aber auch mehr Platz weg als der andere Kram. Also würde ich sie wahrscheinlich verkaufen. Wenn ich jetzt selbst die halbe Mischung bringt 2000. Und er bringt nur 800, ne? Aber wenn ich jetzt noch mal ein gelbes Kraut finde, ja, wir müssen es so machen, komm. Okay. Tauschen können wir nicht, wir haben keine Spinelle gesammelt weiterhin. Die Mathilde. Eine Pistole, die 3 Schüsse in schneller Abfolge. Achso, ja, wussten wir. Rotes Kraut zu finden, ja. Tunen. Okay, was können wir kaufen? Was ist jetzt neu? Eine Schutzweste! Vollständig vor einer einschlagenden Polizei, sowie Nahkampfbewegung den Schaden reduziert. Die Haltbarkeit kann vom Händler wieder hergestellt werden. Kaufen! Keine Sorge, bei Bedarf kann ich sie dir natürlich reparieren. Das musst du auch. So, reparieren können wir das Messer? Sollten wir das? Müssten wir das? Nö, ich glaube nicht. Okay. Könnte zwischen Leben und Tod entscheiden. Die haben wir full. Ach, ich bin mir da unsicher. Ich glaube, da kommt noch mal eine Pumpgun, die wir kaufen können. Die würde ich jetzt also nicht unbedingt aufwerten. Vielleicht das Scharfschützengewehr noch mal. Aber auch da wird es ja irgendwann Neues geben. Ja, wie du es haben wolltest. Okay. Na, angenehme Reise. Danke. Sonst können wir hier nirgends lang. Nein. Die Barsch haben wir verkauft. Wir hätten die vielleicht auch leben lassen können und dann einfach, wenn wir... jetzt ist es auch zu spät, ne? Hätten wir vielleicht auf dem Rückweg oder hätte man gedacht, oh, wir haben ja noch die Fische da. Gehen wir da hin und heilen uns. Ja. Oder man macht es halt auch nicht. Okay, warte mal. Nee. Warte mal überlegen, ob wir noch was herstellen. Wir haben noch gut Schießpulver, aber wir haben nur... Wir könnten Gewehrmuni herstellen. Warte mal, da oben. Pistolenmuni. Na, wir benutzen viel die Pistole. Herstellen. Aber Flintenmuni wäre auch wichtig. Wir nehmen uns aber noch 2 Schießpulver. Dann machen wir erstmal so weiter. Ich würde den mal hier hin tun. Ist vielleicht nicht ganz optimal, gerade der Koffer. Na, okay, aber ist egal. Gehen wir erstmal weiter. Okay, hier haben sie wieder Sachen hingehangen. Oh. Ja. Warum müssen das denn auch mal gleich so viele sein? Also man hört ja schon wieder hier, dass die Bude voll ist, oder? Ist hier noch irgendwas? Glaube nicht. Hier kommen wir wahrscheinlich nicht durch. Nee. Okay. Verschlossen. Na gut, dann gehen wir mal gucken, ne? Wir springen mal hier drüber. Also Point of No Return. Die Stimmen der Seuche erflammen karmesinrote Flammen an ihren rechtmäßigen Ort. Okay. Sorry für die Störung. Verdammt, was ist los? Oh, komm noch rein. Komm rein. Kriegt das mal jeder einen Kick ab. Oh, leben ja noch viele. Oh, Junge, der macht ja so.
Mach doch nicht so. Okay. Ist er jetzt endlich mal tot? Okay, Leute, jetzt irgendwie ist das aber auch ein bisschen nervig gerade. So, die gehen ja dann direkt instant tot. Was war das? Blendend gelöst. Okay, drei Gegner auf einmal. Gloria las Plagas! Ja, feiern wir die Plage. Fuck. Mir geht's gar nicht gut. Ja, mir geht's auch nicht gut gerade. Oh. Okay, den kriegen wir so down. Oh, Junge. Nachladen. Kommen da jetzt noch mehr? Ja, ich höre doch schon wieder ein. Sorry. So. Einmal bitte in Ruhe nachladen. Okay, Blendgranate war nice. Die hat ihre Wirkung auf jeden Fall entfaltet. Peseten. Schießpulver. Hoppala, wo kommt er denn noch her? Kann er wenigstens hier... Ja, komm rum. Naja, gut. Okay. Kamezin, rote Laterne. Nice. Jetzt müssen wir nur hier wieder rauskommen, ne? Achso, geht ja hier. Gehen wir aber nochmal rein. Ja. Okay. Okay. Da oben oder so, ne? Ja, da ist wieder ein schönes Fass gewesen. Wie hätte ich da rauskommen sollen? Hier auch, ja, alles klar. Schön, man hätte es mir... Oh. Man hätte es mir so leicht gemacht, ne? Man hätte es mir so leicht gemacht. Gut, Leute, ich glaube, wir beenden hier die Folge. Spieglein, Spieglein an der Wand. Irgendwo strollt hier noch jemand rum, auf jeden Fall. Vielleicht kommt die auch in meine Nähe mal. Kommt hier jemand? Nee. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann töten wir ihn da oben und dann geht's weiter. Haut rein.